radikal liebende Mutter opfert ihr eigenes Leben, um die Sehkraft ihres Sohnes zu bewahren. Also das Stück ist ja von der Geschichte her wahnsinnig traurig und gleichzeitig ein Musical. Ich wollte es unbedingt vermeiden, dass es sentimental wird. Auf der anderen Seite, dass dieses vielleicht kitschige Musical-Theater jetzt irgendwie nicht blöd wird. Also ich fand, dass die Figur, als ich sie gelesen habe, einen ganz tollen Knall hat. Das war für mich fast wie so eine Art Inspiration, also so mit so einer Güte auf die Welt zu gucken und erstmal so arglos zu sein und das auch anzufüllen mit der eigenen Fantasie, was passiert, wenn man sich wegträumt, was sind die eigenen Rettungsanker, die man auswirft, wenn man die Realität nicht ertragen kann. Dass man da irgendwie so mitfliegt dann ab einem bestimmten Punkt, das ist irgendwie sehr schön und beglückend. Ich bin Lisa Hagmeister und ich bin Schauspielerin.